Tut es Aldi etwa schon wieder? Ein Komplettrechner mit RTX-Karte anbieten, der günstiger als Selbstbau ist? You're goddamn right. Gut, dass Fertig-PCs bei den aktuellen Grafikkartenpreisen die bessere Alternative sein können, ist jetzt nach anderthalb Jahren keine wirklich neue Nachricht mehr. Und dass sich Aldi-PCs wieder lohnen können, auch nicht. Aber so langsam gehen die GPU-Preise ja endlich wieder nach unten. Mehr dazu erfahrt ihr übrigens vom Basti in diesem Video. Und deswegen muss man natürlich beim neuen Aldi-PC schon etwas genauer hingucken. Das fängt auch schon beim Namen an. Denn bei Medion hat scheinbar niemand Bock, sich neue Bezeichnungen einfallen zu lassen. Deswegen haben wir hier den 134. Eraser Engineer P10. Diesmal steht noch Core Gaming PC hintendran. Na gut. Käuflich erwerben dürft ihr das Teil ab dem 29. Juli. Wenn ihr im Aldi Südgebiet lebt, könnt ihr ab 8 Uhr morgens die F5-Taste spammen. Aldi Nordler dürfen sogar schon ab Mitternacht zuschlagen. Und zwar für 1.299 €. So, und was kriegt ihr für euer hart verdientes Geld? Im Engineer P10 steckt ein Intel Core i7-11700F, aktuelle 11. Generation, 8 Kerne, 2,5 bis 4,9 GHz und Hyperthreading, eine RTX 3060 Ti mit 8 GB Videospeicher. Die stammt übrigens von PC-Partner. Es handelt sich also entweder um ein Modell von Zotac, Inno3D oder Manly. Dann haben wir 16 GB RAM mit 2933 MHz im Dual-Channel-Modus, eine 1 TB große NVMe SSD, ein Mainboard aus der 500er Baureihe mit WLAN AX und Bluetooth 5.1. Genauere Angaben zum Mainboard konnte uns Medion nicht liefern, verrät aber immerhin, dass ein 650 Watt Netzteil von InWin verbaut ist. Bleibt zuletzt noch das bekannte Gehäuse InWin 301 mit Glasscheibe und LED-Beleuchtung. So, und was halten wir jetzt von der Kombi? Ich muss sagen, die Config ist tatsächlich ziemlich vernünftig. Ich habe den Basti mal gefragt und der hatte im Grunde nichts zu meckern. Gut, man hätte auf den 10.700 kF setzen können, wegen Übertaktung und so, aber das sind im Grunde Kleinigkeiten und dann hätte man wieder ein anderes Mainboard gebraucht und. Also, wie gesagt, im Grunde eine stabile Config, mit der ihr sehr ordentlich in QAD, also in 1440p, zocken könnt. Kurz mal nachgeschaut, in Assassin's Creed Valhalla, Borderlands 3 und Red Dead Redemption 2 kratzt ihr damit an den 70 FPS. Die Metro Exodus Enhanced Edition spielt ihr mit Raytracing und DLSS mit 60 FPS und in Control kommt ihr mit Raytracing und DLSS sogar auf über 80 FPS. Und was ist mit dem Preis? Auch der geht aktuell voll in Ordnung. Einzeln kosten die Teile schon fast 1.500 €. Ohne Zusammenbau, ohne Versand und ohne die 3 Jahre Herstellergarantie von Medion. Und wie immer schauen wir auch noch auf andere Komplett-PCs. Aber ähnlich ausgestattete PCs wie der HP Pavilion Gaming TG01-2013NG, boah, ich glaube, ich weiß, warum Medion einfach immer beim gleichen Namen bleibt, sind noch ein gutes Stück teurer. Auch günstige Anbieter können nicht mit dem Aldi-PC mithalten. Zum Beispiel kostet der Captiva i58655 auch schon 50 € mehr, ist aber schlechter ausgestattet. Also insgesamt muss man einfach mal wieder sagen, der Aldi-PC ist ein Top-Angebot. Zumindest wenn ihr gar nicht mehr auf neue Hardware warten könnt. Ich habe es ja am Anfang schon gesagt, der Basti hat die Grafikkartenpreise mal so ein bisschen analysiert und vermutlich werden die Preise gegen Ende des Jahres eher noch weiter nach unten gehen. Und dann muss man so ein Angebot natürlich nochmal anders bewerten. Wenn euch das Thema Grafikkartenpreise interessiert, dann schaut mal in das verlinkte Video. Schreibt mir gerne in die Kommentare, ob ihr einen alten PC ergattern konntet oder ob die schon wieder 2 Minuten nach Verkaufsstart ausverkauft waren oder ob ihr lieber doch noch weiter auf fallende Preise wartet. Macht's gut, bis zum nächsten Video, ciao.